Herr Stoller, mit meinem Bernhardiner in Kanada. Die sind nicht nur mal in Kanada in der Ferien, sondern die haben lange dort gelebt, 18 Jahre lang. Jetzt müsst ihr mal erzählen, wie das Sache ist, wie es dazu gekommen ist. Was soll ich sagen? Irgendwie war es, dass meine Mutter hat zwei Schwestern hatte, die in den 50er Jahren nach Kanada ausgewandert sind. Mit denen haben wir gegen jeden Briefkontakt gehabt. Das war zu Alberta. Und dann noch eine Cousine, die einen amerikanischen Pilot geheiratet hat und dann nach Oregon gezögert hat. Und dann haben wir von ihnen einen Kontakt gehabt. Und dann habe ich gesehen, ja, jetzt bin ich ein Jahr im Wäldchen, nach einem Bierjahr in Stifte. Und dann jetzt gehe ich heute nach Kanada. Ein Mann haben noch getrottelt worden. Er hat die Tour gemacht. Von einem Mann so, heben die Welle. Welle? Ja. Was ist dazwischen gekommen? Lifting gefahren. Wie? Ja, ich bin der Lifting gefahren. Ja, wenn man eine Skitour macht, braucht man gar keinen Lift. Ja. Als ob es geht schon länger mit dem Lift. Das ist zu sagen. Aber ihr seid natürlich gewohnt gewesen, auf und ab zu gehen. Man sieht es auf der Foto. Was macht ihr da genau, für die, die nicht von Landwirtschaft verstehen? Ja, dann sieht man ja da aus dem Bild. Wissen die Heimbewohnerinnen und Bewohner hier, dass ihr eine Frau, eine Fußballspielerin seid? Viel, ja. Gewisse wissen mehr, und es gibt solche, die noch nicht so. Auch halt das Fußball nicht so kennen von früher her und auch noch Frauen sowieso nicht. Und was sagen Sie, wenn Sie es vernehmen? Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt viele, die haben Freude. Freude daran gibt es auch eben Frauenfußball oder auch, dass man etwas macht. Aber es gibt auch solche, die schon gesagt haben, geh doch tanzen oder mach doch etwas Schlaues. Also, es ist wirklich unterschiedlich. Hat er dann eine Frau Freiheit gelassen oder hat er sich ein bisschen gestallt in diesem Internat? Ich habe eine Freiheit gelassen. Sind Sie gut damit umgegangen? Also ich mag mich ein bisschen nicht den Anfang des Wort, als ich noch ganz jung war. Und dort musste man ein bisschen mit der Freiheit einfach loslassen. Die enorm nach Freiheit verlangt. Hedwig Wampfluh, ihr seid die erste Frau gsi, die Spiez vor Jahr und Tag, die mit Hose umeinander gelaufen ist. Sinnet ihr noch an das noch? Ja, das stimmt. Wenn wir so zurückdenken, ist das noch so eine Zeit. Da hätte man ihn nicht gern gehabt. Wenn Frauen heute in die Berge gegangen sind, sie haben aber ganz wüste Worte gebraucht. Und was hat ihr ihnen zurückgegeben? Ja, das sage ich nicht. Was mich noch so gefreut hat, als ich bin 100-jährig geworden bin, und das haben wir heute auch in der Schweiz, in der Männerdomäne vom Schweizerischen Abendclub, ist heute Präsident eine Frau. Bravo! Bravo!